Hallo und willkommen zur heutigen Folge Behinderung. Wir sind Obergangster 915. Ich habe meinen Namen geändert, denn die schlechten Kritiken über meinen letzten Kanal haben sich leider bewahrheitet. Deswegen habe ich jetzt meinen Kanal umbenannt und will einen kompletten Restart machen. Da fange ich doch direkt mal mit GTA 3 an. Also ich habe das gerade restartet, weil es war beendet, denn ich habe seit einer Woche nicht gespielt. Ja, und so beginne ich halt den schönsten Freitag meines Lebens, denn ich habe das Gefühl, wir werden die Mission unseres Klo-Freundes heute schaffen. Gas geben mit X, genau. Und ich habe auch mal mein Mikrofon ein bisschen in der Empfindlichkeit optimiert. Ich habe mal ein wenig höher geschaltet. Mal gucken, ob sich das irgendwie bemerkbar macht. 5% sollten nicht allzu, sagen wir mal, auffällig sein, aber ansonsten werde ich es halt sehen. Ich werde jetzt 6 Folgen damit aufnehmen und ich müsste damit zurechtkommen. Also wenn es scheiße ist, dann sagt ruhig Bescheid. Im Endeffekt würde das eigentlich nur bedeuten, dass ich hinterher die Lautstärke für meine Stimme leiser machen kann. Weil theoretisch wird eigentlich jetzt nur alles ein bisschen lauter aufgenommen, sage ich mal so. Halt die Schnauze, denn du hast nichts zu sagen. Und warum nicht? Weil du dumm bist. Oh yeah. So. Ja, ich habe gespeichert, ne? Ja gut, das heißt, ich kann jederzeit neu laden. Das finden die alle ziemlich geil, wie ich gehört habe. Und jetzt schauen wir mal, ob wir alles schaffen. Das hier ging schon mal sehr. Ich sollte. Stimmt, ich hole mir vorher mal ein anderes Auto. Weil die Verfolgungsjagd hinterher erfordert natürlich einiges an, sagen wir mal, Motorisierung. Stärkerer Motorisierung. Da wird auf uns geschossen. Nein, da will ich hier lieber nicht bleiben. So. Nee. Warte. Nee, oh, Polizeiauto. Nein, das will ich lieber nicht klauen. Haben wir irgendwo hier schon einen schönen Bandenwagen oder sowas. Ja, schießt ihr nur auf mich. Ich habe hier Spaß und ihr nicht. Warum werden die eigentlich nicht von der Polizei verfolgt? Voll unfair. Ich will Gleichberechtigung. Yo. Hm. Ja, das sieht jetzt doof aus, aber ich brauche halt einen Wagen, mit dem man halbwegs. Was ist das denn hier? Der sieht aus wie so ein Standardwagen. Den könnte man eigentlich gut benutzen, glaube ich. Ja, ein Sentinel. Guck mal, das ist fast so gut wie ein Leoni-Sentinel, nur ohne das Mafia-Zeug. Ich konzentriere mich gerade sowieso mehr auf den Mikrofonpegel. Das ist immer so schwach, wie ich über die Technik rede, ne? Oh, Technik, das interessiert euch ja gar nicht, ja? So. Ja, ist gut. So, ich weiß. Ich habe es ja schon ein, zweimal gemacht, die Mission. Ja, da habe ich doch schon mal mein Schutzschild verloren. Ist das nicht geil? Mein Gott, du kannst aber auch nicht. Nein, jetzt ist die Polizei hinter mir her. Ja. Geilheit. Warum habe ich eigentlich ein Auto geholt? War sowieso klar, dass ich jetzt sterbe. Das ist der erste Versuch. Das müsst ihr mir verzeihen. Das Lustige ist, ich werde die Mission nicht überspringen, weil das gehört ja dazu. Haha. Und ich dachte eigentlich schon, dass ich in der Folge von gestern die Mission geschafft habe. Aber da würde ich auch mal sagen, Pustekuchen. Weil ich habe mir die Folge ja angeschaut, teilweise zumindest, und dann habe ich herausgefunden, dass ich die ja Comeback nennen möchte. Und dann dachte ich mir, oh Junge, vielleicht klappt es ja heute sogar. Ja, und dann habe ich halt so ein bisschen weitergeguckt und dann kam halt raus, ja, vielleicht kann man doch noch ein, zwei Mal die Mission probieren. Ist ja jetzt doch nicht so schlecht. So, ne, das ist derselbe Wagen wie der, den ich habe. Schrottkarre, so was will ich nicht. Haben die hier denn keine vernünftigen Wagen? Das ist doch peinlich.
Wer fährt denn hier lang? Außer Fußgängern. Ne? Ey, das wird noch schwieriger als vorhin. Weil ich ein potentes Auto finden muss. Ach, wisst ihr was? Komm, ich nehme einfach ein Taxi. Warum bin ich eigentlich so wählerisch? Es wird eh nicht klappen. Vor allem Taxis sind somit die Autos, die man eigentlich immer in GTA klauen kann, weil du weißt immer, wie sich das fährt und du hast immer ein gutes Handling. Die meisten Taxis waren eigentlich immer ziemlich geil. In GTA 4 war es noch am besten, weil da hast du wirklich eigentlich mit jedem Auto gleich gutes Handling gehabt, weil es überall gleich scheiße war. Aber da konnte man sich echt dran gewöhnen und wenn man sich dran gewöhnt hat, ramm mich nicht, sonst vernichte ich dich. Ramm mich nicht. Verpisst euch alle. Ja, dann, also mein Taxi hat angefangen zu qualmen. Das kann ich nicht zulassen, meine Freunde. So, ein paar Leute umgefahren. Ich gehe jetzt zu meinem Polizeikontaktmann. Das heißt, mir kann sowieso niemand was anhaben. Noch nicht mal ein Gesetzloser. Ja, hallo? Okay, danke, dass das Spiel die Mission startet. Das ist etwas, was ich wirklich unbedingt tun wollte, schon immer. Wenn das Spiel mich schon abhält davon, die Mission zu starten, dann brauchst du ja eigentlich gar nicht erst probieren, ne? So. Jetzt weiß ich auch diesmal den richtigen Weg dahin. Der lenkt sich ein bisschen scheiße, der Wagen, aber naja. Ich bin sowieso nicht zuversichtlich, dass ich das schaffe. Ja, ist gut. Mein Gott. So, ja. Aussteigen. Hinlaufen, schmeißen. Hey, guck mal. Durch die habe ich nichts kassiert. Ist das nicht gut? Scheiße. Das hat so gut ausgesehen. So. Habt ihr übrigens... warte mal, da war noch irgendwas. Da hatte mir jemand, glaube ich... Ich gehe mal gerade in die beste App der Welt, YouTube Creator Studio. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr YouTube-Kanal habt, dann ladet ihr euch mal runter. Ich glaube, die gibt es im Moment nur auf Android-Geräten. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich habe nur ein Android-Gerät. Beziehungsweise das iPhone möchte ich nicht benutzen, weil es so gut ist. By the way, von einem Kumpel, das iPhone 5 ist kaputt gegangen, jetzt muss ich ihm das iPhone 3GS leihen. Wie peinlich, wenn die Leute das rausfinden. Oh, so. Ich stehe auf Kommentare, das wisst ihr ja alle. Ich finde das immer knorke, wenn da jemand was schreibt, so. Das hat vor ein paar Tagen noch einer... Ah ja, hier. So, eine kleine Hilfe-Mission, das Schwein des Fahrers. Das etwas leichtes Fahrerspaar zum Ort des Geschehens. Steig aus und such dir ein anderes Auto. Hast du ein anderes Auto gefunden, blockiere die Garage mit dem gefundenen Wagen. Hey, stimmt. Das ist ja richtig klug. Warte, was ist das denn? Ich muss mir die Kommentare jetzt... Warte. So, ich gehe gerade die Anleitung durch. Es tut mir leid, aber wollt ihr euch das wirklich noch weiter antun? Blockiere die Garage mit dem gefundenen Wagen, der nun rechtmäßig... Die Garage ist unter dem Fenster, wo du die Granaten hineinwerfen musst. Ja, das weiß ich schon zum sechsten Mal. Dein dort vollkommen legal geparktes Auto blockiert und hindert somit den netten Herrn daran, einfach rücksichtslos wegzufahren. Mit den Granaten kann ich dir nicht helfen. Am besten, du besorgst dir im Real Life eine Hasenpfote. Ich soll eine Granate übrig halten. Aber das macht ja irgendwie nur Sinn, ne? So, das heißt, ich muss jetzt eigentlich im ersten Versuch treffen. Sonst explodiert mein Auto. Okay. Ja, vielleicht auch nicht.
So. Ja, das ist langweilig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. 11 Minuten sind rum. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe nichts hingekriegt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich kann doch nichts anderes hinbekommen, wenn ich diese Mission nicht schaffe. Und das Auto ist immer noch nicht kaputt. Irgendwie scheint der Radius der Granate nur Menschen zu treffen. Also wenn ich die Mission wirklich nicht schaffen sollte. Und ich. Nein. Und ich nehme 6 Folgen auf. Das heißt. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen. 3 Versuche habe ich noch. Ich muss es irgendwie schaffen. Außer ich breche natürlich jetzt die Folgenaufnahme ab und warte. Nein. Warte die Folge ab, bis mir jemand sagt, hey, so geht das am besten. Ich starte einfach mal, was soll's. Ich kaufe mir doch jetzt nicht einfach mein Geld Granaten. Leute, das ist eine Folge, die sehr spannend ist. Ich kann ja mal was aus meinem Leben erzählen. Also, ich war heute unterwegs. Dann habe ich mir vom Gutschein 127 bei McDonald's einen McChicken Classic und den dazugehörigen 6er-Pack Chicken McNuggets geholt. Süß-saure Soße natürlich immer dabei. Pommes, Ketchup und eine Cola. Das ist so das, was man immer braucht, wenn man fit sein möchte. So Proteinshakes kannst du vergessen. Mac ist immer das Richtige. Ich muss die Mission vielleicht starten, bevor ich dahin fahre. Das ist auch eine gute Sache. Und ja, und das habe ich dann gegessen. Und dann habe ich danach festgestellt, yo, jetzt bist du satt. Jetzt kannst du eigentlich mal so richtig gechillt Let's Play aufnehmen. Aber ich werde es jetzt so machen, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Dann habe ich eigentlich für heute schon wieder die Schnauze voll von dem Spiel. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es suckt schon sehr, würde ich doch mal sagen, wenn ich irgendwie zum 8., 9. Mal probiere und es nicht schaffe. Ich habe schon Missionen gehabt, klar, auch in anderen GTA und sowieso anderen Spielen. Die habe ich eigentlich noch öfter probiert. Aber das Problem ist, da bin ich immer unterschiedlich weit gekommen. Und hier scheitere ich einfach immer sofort daran, die Granate ins Fenster zu werfen, weil das Zielsystem so existent ist wie Gottes menschliche Hand. Da kann man jetzt vielleicht drüber streiten. Die Kirchgänger werden jetzt sagen, ey, jo, was ziehst denn Gott bitte rein in deine Scheiße? Jetzt hat er auch noch was mit zu tun, ne? Ja, da kann ich dann nur sagen, Gott hat mir die Erlaubnis erteilt. Wir können ihn ja gern fragen, also. Und wenn nicht, dann Gott vergibt ja bekanntermaßen vieles. Und das ist ja dann nur so eine kleine Lüge gewesen. Wenn es eine Lüge war, also das kann ich nicht genau sagen. So, ja, wo war ich jetzt gerade? Ah ja, ich würde dann Folgendes machen, nach dieser Folge hier erstmal beenden, das Aufnehmen. Und was ich machen werde, ist dann erstmal Bioshock aufnehmen, weil Bioshock Infinite habe ich dann, kann ich dann aufnehmen und das werde ich dann so machen, dass ich Bioshock Infinite für die ganze Woche aufnehmen werde. Und dann jeden Tag Bioshock einfach bringe. Und GTA 3 dann erstmal kurz pausiere, nicht dauerhaft pausiert, so wie andere das vielleicht machen. Jo, ich höre jetzt auf mit dem Let's Play. Mach das eine Weile nicht. Nein, das ist dann nur für ein paar Tage dann. Solange ich noch hier dran zu knacken habe, die Mission zu schaffen. Und wenn ich die dann geschafft habe, dann werde ich die. Und ich schaffe es vielleicht nicht dabei, das Ganze aufzunehmen, die Prozedur. Dann tut mir das leid, aber Hauptsache, ich habe es ja dann erstmal geschafft. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann führe ich dieses Let's Play täglich natürlich dann auch wieder weiter. Aber ich habe gerade einfach schlicht keine Muße dafür, diese Scheiße zu machen. Ich verliere schon wieder und ich habe keinen Plan, ich weiß, ich habe keine Taktik. Ich habe die Taktik, schmeiß die Granaten, so wie es halt gerade kommt, weil es gibt kein Zielsystem. Und wenn es das gibt, dann verratet es mir doch bitte. Das wäre wirklich
Super nice, Alter. Wäre super. Weißt du, voll gechillt, ey. Dann können wir uns doch gerne mal treffen, so für eine private, so. Mal ein bisschen Gras rauchen und chillig sein, so wie die coolen Kids das heutzutage machen. Nee, also wenn da wirklich jemand einen nützlichen Tipp parat hat. Das mit dem Auto war schon mal sehr gut. Aber trotzdem scheiße. Ich probier's jetzt noch einmal und dann beende ich die Folge. Das kann sich doch kein Mensch angucken. Und ich möchte auch, dass ihr dieses Video mit Kommentaren wie du Spasti, Alter, kriegst nix hin, du Homo-Fürst. Sowas möchte ich gerne unter dem Video lesen, denn das motiviert mich immer sehr, mit dem Verlieren weiterzumachen. Ach, was soll ich denn noch sagen? Ich kann die ganze Zeit nur selbst darüber meckern, weil es einfach nichts Gutes mehr gibt, was ich berichten kann. Dieses Spiel hat mein Leben zum Schlechten verändert. Ja, so ist das. Und sollte ich es jemals schaffen, die Mission zu machen, dann sage ich euch, werde ich dieses Spiel garantiert nie wieder spielen. Wenn ich es durch habe. Ja, ich habe mir das eigentlich nur fürs Let's Play gekauft. Ich wäre ja selbst privat nicht auf die Idee gekommen, das Spiel zu spielen. Weil privat hat sich das sowieso so weit eingeschränkt. Die meiste Zeit geht das wirklich fürs Let's Playen drauf. Und wenn ich sonst mal an der Konsole sitze, dann ist das vielleicht mal alle ein, zwei, drei Wochen. Für ein paar Stündchen in der Woche mal, wenn ich mit Kollegen zocke. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich jetzt in letzter Zeit auch wieder weniger Last of Us Online aufnehme. Weil ich verbrauche die meiste Zeit wirklich tatsächlich mit dem Let's Playen. Und das ist auch am Wochenende. Und unter der Woche habe ich zwar Zeit, aber ehrlich gesagt keinen Bock immer aufzunehmen. Oder allgemein zu zocken. Meistens. Weil ich weiß auch nicht, da kommst du nach Hause, isst ein bisschen was oder so, klein wenig frühstücken, Mittagessen oder wie das halt heißt, was man da zur Mittagszeit nimmt. Ja, und dann chill ich mich irgendwo hin und dann gucke ich ein bisschen YouTube-Videos und dann schneide ich meine Let's Play-Videos. Beziehungsweise, die werden nicht geschnitten, die werden hochprofessionell mit Audio unterlegt. Hinterlegt, da wird einfach, ihr wisst ja, was ich dann mache. Und ja, wenn ich das dann gemacht habe, dann lade ich die Videos hoch und dann ist meistens schon Abend und dann gucke ich mir meistens dann noch irgendein neu erschienenes Video zu Moto 360 an. Ich bin immer noch voll scharf auf die Uhr. Ich überlege gerade schon wieder hart, ob ich mir die jetzt bestellen soll oder nicht. Es war bisher immer so, wenn ich mit irgendwas geliebäugelt habe, dann war das echt voll oft so, dass ich mir das hinterher trotzdem gekauft habe und manchmal war ich zufrieden, manchmal nicht. Aber so ist das im Leben, ne? Habe ich ja schon mal erwähnt, eine Folge lang. Das kotzt so an. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie demotivierend das ist. Es ist meine neue Hassmission. Wisst ihr, das ist wie so eine Banane, die man schält und dann kommt raus, dass sie so viel braune Flecken hat, dass man sie eigentlich nur einmal abbeißen kann und dann den Rest wegwerfen kann. So, das ist so ein ähnliches Gefühl, nur dass die Banane halt das Spiel ist und die braune Stelle ist die Mission. Und auch wenn es nur eine braune Stelle ist, dann ist es eine ganz große braune Stelle. So wie nach dem Kacken auf dem Klo. So. Ich starte jetzt wieder neu. Ich könnte jetzt auch gerne sagen, jo, warum kaufst du nicht einfach neue Granaten? Weil es nicht weniger Zeit in Anspruch nimmt, neu zu laden. Oder andersrum. So, also es dauert nicht länger. 19 Minuten haben wir jetzt geschafft. Ach komm, wisst ihr was? Aus Mitleid. Bevor einige jetzt noch abschalten, 3 Minuten vor Ende der Folge oder 4 Minuten, 5 Minuten, fahre ich nochmal kurz zum Telefonmann. Ja, ich kann euch das ja nicht auf Dauer antun. Aber irgendwann müssen wir das halt mal hinbekommen, gebacken bekommen. Und ich glaube, ich nehme jetzt doch noch eine Folge gleich auf und vielleicht zwei, drei, vier, wer weiß. Und werde dann die ganze Zeit einfach nur Telefonmissionen machen. Und wenn die dann auch noch weg sind, dann unterstelle ich dem Spiel sagenhafte Manipulationen. Denn das muss ja zu machen sein. Der große Autoklau. Ach, warte, das haben wir doch letztes Mal auch schon. Nein, noch eine nicht geschaffte Mission. Das war auch nochmal Leonie Sentinel, ne? Den hole ich mal zuerst, weil ich habe keine Ahnung, wie der sonst rumfährt, außer bei Leo Salvatore.
Oder da, wo Salvatore mal gewohnt hat. Hahaha, seit wir ihn ausgelöscht haben. Oh, das ist ja eins von den Autos, die wir brauchen. Ja, dann hole ich mir doch lieber erstmal den Jamaikaner hier. Hi, Jamaikaner. Okay, das ist kein Jamaikaner. Der Name ist sehr amerikanisch. Gehört Jamaika zu Amerika? Voll peinlich, aber ich weiß das nicht. Ja, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich endlich mal was. Leute, das ist so demotivierend. Irgendeiner hat auch geschrieben, dass das seine Hassmission war damals in GTA 3. Mein Freund, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Und glaub mir, ich verstehe es. Hallo? Das ist doch einer von denen. Ja, die. Warte, was sollte ich nochmal für Autos holen? Mission? Jede Gang. Mafia Sentinel, Yakuza Stinger und Diablo. Ach nee, Diablos. Wo waren die nochmal? Am anderen Ende der Stadt, ne? Dann fahre ich da jetzt mal hin. Die waren da hinten. Ja, die fuhren da hinten rum. Ja, ja, doch. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich kenne mich hier aus. Ich bin der Bandenexperte. Rufen wir nun den ARD-Mafia-Experten Klaus Stunzmeng an. Er wird uns dann weitere Details über die aktuellen Ausschreitungen in der Ukraine bezüglich Drogenhandel berichten. Oh, Moment, ich höre gerade, es handelt sich nicht um Drogen, sondern um irgendeine Halbinsel und Russen, die einen Polizisten festnehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und für die heutige Folge möchte ich mich hiermit im Namen Gottes entschuldigen, aber es ist mir nicht möglich gewesen, ein Menü zu bereiten, das jedem schmeckt. Wahrscheinlich nur denen, die es nicht essen. Aber das ist ja schon mal eine gute Sache, denn die Leute, die das Video nicht gucken, das dürften so um die 7 Milliarden sein, denen wird das dann gefallen. Ist das nicht schön? Also ich erwarte jetzt demnächst 7 Milliarden Likes. Mindestens.